Ich heiße euch herzlich willkommen. Beim letzten Mal sind wir hier in Weideburg angelangt, aber haben davor der Route noch irgendetwas zu machen? Das heißt eigentlich vor der Route, vor Weidenburg, auf der Route, noch etwas zu machen. Und wir haben dieses Nobel-Hotel-Viertel da abgeklappert und wir haben die Gedanken gelesen von unseren wunderbaren Pokémon und was sie alle so denken. Auch wenn bei einem gewissen Pokémon ist noch verbesserungswürdig, würde ich jetzt mal sagen. Lass mich meine Technik vorführen, so kämpft ein Erwachsener wie ich. Jetzt werden wir mal gucken, ob du erwachsen bist. Oh, dies juckt. Schönheit. Cindy. Du bist also erwachsen. Das werden wir jetzt mal sehen. Mit Charmian. Oh, nee. Oh, das ist auch wieder so ein Thema mit... Hey, ich bin ja so erwachsen, weil ich jetzt so anzügig angezogen bin. Oder wie man sagt, anzügig, sagt man das so. Weil ich so angezogen bin. Oh, und jetzt setze ich meinen Charme ein gegen ein Kind. Ich bin ja so erwachsen. Oh, ich bin eine Schönheit, eine Frau. Ich habe 10 Tonnen Schminke im Gesicht. Ich bin so erwachsen. Oh, so tickt die wahrscheinlich. So. Und dann setzt sie noch Grazfurie ein. Dankeschön, dass es nur zweimal getroffen hat, weil... das dauert so lang. So welche Attacken wünsche ich mir in dieser Gen nicht. Wo sowieso das Kampfsystem schon ein bisschen, aber nur ein bisschen lahm ist. Aber trotzdem, das wünsche ich mir nicht. Weil das dauert immer so Ewigkeiten, diese... Dies. Das ist auch irgendwie so unrealistisch. So greifst du an? Pah! Das was? Ja, angreifen in Form von Kampf, nicht dich. Du bist ein besserer Trainer, als man aus deinem Äußeren schließen kann. Hey, don't judge my Aussehen. Ich bin ein... Eigentlich weiß man ja das Alter ja nicht von Protagonisten, oder? Hier kann man nichts machen. Also im Pokémon-Spiel selber hat man es nie erfahren, oder? Wie es aussieht, schauen wir da mal rein. Vielleicht ist da was. Ich lasse die Angler jetzt einfach mal Angler bleiben und störe sie jetzt nicht, weil irgendwie habe ich jetzt keinen Bock auf die Angler. Die mache ich dann offscreen. Ist jetzt halb so schlimm, ne? Jetzt sind nur 2 hier. Und dann holen wir uns noch das Item. Und was machst du hier? Bist du ein Trainer? Oben auf diesem großen Cliff ist irgendetwas. Das sagt mir meine innere Stimme. Aber wie soll ich da nur hinaufklettern? Da ist ein Gras, siehst du das nicht? Ist ja nicht so, als würden wir da am Fuße von diesem Hügel stehen. Aber ich kann das sehen, ne? Das wäre ja auch mal eine Idee. Aeroas. Ja, Aeroas wäre auch eine Idee. Aber eigentlich wäre das mal eine Idee, so First-Person-Dingsbums. Einsicht geben Pokémon Deutsch. Also wirklich, dass man dann... Da haben wir einen Schalellos! Oh mein Gott! Und diesmal in Blau! Oh, und so eine wunderschabe Schabe. So eine wunderbare Farbkombination, wollte ich sagen. Blau, Gelb und Grün. Ach, ich liebe es. Ich liebe es. Aber trotzdem fangen wir es nicht. Tja. Was wollte ich sagen? Ich hab's wieder vergessen. Ach so. Dass man wirklich mal so ein First-Person-Pokémon-Spiel hat. Ne, das wäre auch mal was. Läufst du auf den Strand durch den Sand, hinterlässt du Fußspuren. Ja, so funktioniert das. Pokémon lieben es genauso sehr wie Menschen, Fußspuren zu hinterlassen. Ja, ich habe auch nichts Besseres zum tun. Also, es ist dauernd zum Strand gehen und da Fußspuren nicht nur selber machen, sondern auch anschauen, weil es ist spannend. Von Schleierde bis hierher ist es ganz schön weit. Ich bin fertig wie ein Brötchen. Dann lass mich an dir nomsen, wenn du ein Brötchen bist. Ja. Naja, so weit ist der Weg jetzt auch wieder nicht gewesen. Ich sag's jetzt nochmal so. Und ja, jetzt sind wir hier in Weideburg und das werden wir jetzt erkunden. Also fangen wir einfach mal mit dir an. Frau, bist du auch so eine doofe Schönheit? Ich besuche diese Gegend, weil ich das Großmoor sehen will. Okay, dann bist du nicht so eine Zicke, weil wer möchte schon
von solchen Tussen in so ein Großmoor. Ich sag's jetzt nochmal so. Ich wohne im Hotel am See. Ein Haus am See, ne? Wie es so schön heißt. Obwohl, das ist ja eigentlich auch so ein Nobel-Hotel-Haus dort beim See, ne? Also vielleicht. Aber man darf ja nicht alle in eine Schachtel werfen, ne? Vielleicht ist sie ja so eine vornehme Dame, so eine reiche, aber sie macht trotzdem sowas, ne? Naja. Hey, die Freundin meines Bruders ist die Wellnessfrau aus Schleierde. Pokémon halten Briefe für sie in der Hand. So bleiben sie in Kontakt. Okay. Hallo, du. Ich möchte mir dein Pokémon ansehen. Vielleicht ist es ja ein Schal wert. Verstehe. Nun, das ist nicht das, was ich eigentlich erhofft habe. Ich möchte dich nicht anlügen. Daher sage ich dir es offen ins Gesicht. Dieses Pokémon ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach so lala. Du kriegst gleich eine Lala ins Gesicht? Wenn du seine Ausstrahlung verbessern willst, dann gib ihm ein paar Knuspe. Da was Ausstrahlung? Diese blöden Knuspe. Da kann mich mal und... Das schaut ein bisschen komisch aus hier. Nee, ich kann durch die Wand laufen, siehst du das nicht? Auch der Schatten geht durch die Wand. Patschi, patschi, patsch, puh. Patschi, patsch, puh. Du, Typi, du bist doof. Das sag ich dir jetzt mal so. So, hallo, Schirmfrau. Du erinnerst mich an diesen ungeduldigen Jungen, den ich vor kurzem getroffen habe. Er hatte, genau wie du, ein sehr enges Verhältnis zu seinem Pokémon. Hey, danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Und damit zaubere ich vielleicht ein Lächeln auf dein Gesicht. Mit der Gelastmaske wird dein Pokémon bestimmt bezaubert, Alusein. Wie siehst du eigentlich, wie ich zu meinem Pokémon stehe, wenn die alle eigentlich in Pokéball sind? Weiß ich selber nicht. Hey, was machst du denn hier? Oder geht's mit dir weiter? Mann, ist das nervtötend. Was ist mit dir? Ein kleines Kind mit gerade mal 3 Orden. Puh! So kleine Frettchen wie du sollten wissen, dass sie sich besser von Team Galactic fernhalten. Aber ich habe Wichtigeres zu tun. Wo lasse ich dieses Paket jetzt am besten platzen? Ha! Ein Bombenjob für Team Galactic. Einfach nicht hinterfragen, die Story hier in Pokémon. Dann wird man nicht glücklich. Manche Trainer verhindern bewusst, dass ein Pokémon sich entwickelt. Sie warten damit ab, bis sie einen bestimmten Level erreicht haben und bestimmte Attacken dann lernen können. Oh mein Gott! Aber trotzdem ist das immer so fragwürdig, wenn man die Entwicklung abbricht. Stellt euch das mal vor, ihr bricht mal die Entwicklung von euren Kindern ab. Ja, bewusst sagt ihr, hey du bist zwar jetzt 16 Jahre alt, aber du müsstest noch ein bisschen so aushalten, wie ein 5-Jähriger zu wirken. Na, machst du das? Okay, das ist auch irgendwie. Weideburgs Arena-Leiter ist auf eine seltsame Art atemberaubend. Es ist schwer zu erklären, aber du wirst bald sehen, was ich meine. Ja, es ist Wasser, Wasserräder, atemberaubend. Wenn du im Wasser bist, dann kannst du nicht atmen, so leicht ist das. Im Großmoor setzen sie eine Eilbahn ein, damit man schnell von A nach B kommt. So verhindern sie auch, dass das empfindliche Ökosystem gestört wird. Was macht das Enton hier, dieses Derp hier? Hallo, Gua, Gua, Enton. Ja, ein Enton macht so. Nicht ein Kanimani, sondern ein Enton. Weideburg, Stadt des Moores. Und sehr detailliert ist die Zeichnung da unten. Ja, so eine Stadtkarte möchte ich auch mal haben. Jemand im Großmoor hat mir eine versteckte Maschine angeboten, aber ich habe sie abgelehnt. Ich brauche sie nicht, denn unser Arenaleiter wird den Ort von Nebel befreien, falls diesmal nötig ist. Okay, dann kriegen wir dieses Auflockern hier. Oh, oh, ich stehe hier mittenmang? Was heißt mittenmang? Exakt in der mittleren Mitte des Mittelortes. Von der mittleren. Versuch dich im Safari-Spiel im Großmoor von Weideburg? Nö.
jetzt nicht. Warst du schon mal auf dem Pokémon-Landgut? Der Besitzer, Herr Reichiedel, liebt es, von seinem seltenen Pokémon zu schwärmen. Ja, von dem habe ich auch im Platin mein Glücksei endlich mal erhalten. Nicht von ihm, aber von dem Pokémon dort. Das Großmosch wächst auch an heißen Sommertagen für eine kühle Prise. Dies ist der richtige Ort für Wasser-Pokémon. Okay. Pipi? Pipi! Und was machst du hier? Ich studiere die seltenen Pokémon, die man nur im Großmoor findet. Dann geht er einfach weg. So, gibt's hier noch was? Ach ja, schaut so schön aus. Und ich glaube, da links regnet es. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, aber da kümmern wir uns jetzt nicht mehr drum. Schon wieder eine Route, wo ich mit Sandro wenig ausrichten kann. Ah! Das nervt. Ich wandere durch ganz Sinnoh. Ich liebe es, überall Beeren zu pflanzen. Ich werde dir auch eine Beere geben. Bitte pflanze irgendwo ein. Nee, mache ich jetzt nicht. Nee. Meine Schwester sammelt täglich Beeren. Bitte besuch uns bald wieder. Wir kochen auch Beeren. Wir mischen sie. Sie sind so lecker. Okay, Beeren. Obwohl, ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von Beeren. Ich sag's jetzt mal so. Es sei mal so dahingestellt, dass ich nicht so gern Beeren esse. Ich sag's jetzt noch mal so, ne? Ah, kennst du dich mit Burmir und ihren unterschiedlichen Formen aus? Ja, besitzt du Burmir in all ihren Formen? Oh, du hast ja nicht mal ein einziges Burmi. Bist du bescheuert, Mann? Magst du sie eigentlich etwa nicht? Sie sind lustig und niedlich. Lass das. Und ich glaube, das sind Käfer-Pokémon aus Sinnoh, nicht Papinello oder sowas. Obwohl, eigentlich würde ich nicht sagen, dass das dann diese Käfer-Pokémon von dieser Region sind. Weil für mich muss man die schon am oder kriegt man sie schon am Anfang irgendwie? Diese obligatorischen Käfer-Pokémon, die man am Anfang fangen kann und die sich schnell entwickeln, ne? Das ist ein bisschen anders hier. Burmis sind das beste Beispiel. Sie zeigen, wie die Umgebung die Persönlichkeit eines Lebewesens formen kann. Okay. Wenn du das sagst, dann sagst du das. Aber ich glaub dir nicht. So sieht's aus. Okay, wen gibt's denn hier? Warum schaut es hier so anders aus? Alle nennen mich Attackenmaniac. Aber ich bevorzuge den Namen Attackenhelfer. Ich kenne alle Attacken, die ein Pokémon lernen kann. Sollte dein Pokémon eine vergessen haben, bist du richtig bei mir. Gib mir eine Hackschuppe und dann bringe ich dir was bei, ne? Aber das interessiert mich jetzt nicht. Tschüss. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder. Okay. Dann haben wir hier noch dieses Häuschen und dann ist es eigentlich mit meiner Burg schon vorbei. Ja, das war doch nicht, dann ist es jetzt vorbei! Okay, sollen wir jetzt in die Arena oder Großmoor? Wie schaut die Zeit aus? Ja, das ist vielleicht beides, so sieht's aus. Großmoor, Weideburg, Pokémon, Warte, Pokémon, ja, so sieht's aus. Dann gehen wir mal rauf und dann schauen wir mal, was man hier erblicken kann. Sag mir, dass ich mir das nicht einbilde. Die Pokémon, die man heute im Großmoor sieht, sind alle anders als gestern. Boah, im Großmoor gibt es eine Eilbahn. Sie bringt dich tiefer in das Gebiet hinein. Okay, wenn du das sagst, sieh durch eines der Ferngläser, um über das Großmoor zu blicken, so siehst du, welche Pokémon du fangen kannst und wo du so findest tun. Okay, als ich auf der Moorfläche lief, bin ich manchmal eingesunken. Ich habe voller Panik versucht, mich wieder zu befreien. Danach konnte ich vor lauter Aufregung gar keine Pokémon mehr fangen. Das ist auch irgendwie so komisch, so ein Großmoor mit so, na, Treibsand nicht, aber so Treibboden, sagen wir jetzt mal, ist jetzt auch nicht so ungefährlich, sag ich jetzt mal. So, dann schauen wir hier mal. Das kostet Geld. Naja, wir sind eh reich. Wir waren ja gerade bei diesem gewissen Ort hier, ne? Bidiza. Oh mein Gott, ein so seltenes Pokémon. Bidifas. Oh. Was machen die eigentlich da auf dem Baum oben? Und da, Bidifas ist wahrscheinlich gerade am Ertrinken. Ja, so sieht es hier aus. Und da gehen wir jetzt rein. Hi. Okay.
Dann gehen wir rein. Hast du noch etwas zu sagen, Frau? Willkommen in Großmoor. Bist du zum ersten Mal hier? Ja. Sobald du das Großmoor betrittst, 30 Safari-Bälle und sowas. Die ist der einzige Ball, den du verwenden darfst und sowas. Aber ja, 500 Schritte. Und dann tust du das. Okay. Ort 500.000 Poké-Dollar kostet das, ne? Ja, bitteschön. Okay, weiter geht's. Dann geh rein und hab viel Spaß. Auf geht's in die Wildernis. Okay, dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Okay, okay, dann... Ich bin nicht so aus auf Pokémon fangen. Ich möchte eher die Items ergaggern. Ergaggern sogar. Ich habe das während des Safari-Spiels gefunden. Das ist die versteckte Maschine Auflockern. Aber keines meiner Pokémon kann sie erlernen. Daher würde mich freuen, wenn du sie nehmen würdest. Endlich habe ich diesen blöden Disk vorweg. Okay, dann haben wir jetzt schon das. Ich hätte irgendwie gedacht... Ist irgendwo in der Safari-Zone, ne? So wie in Kanto eigentlich, ne? Da war sie ein bisschen mehr versteckt. Schneller, schneller, wie nix! Auf und ab! Wir fahren gar nicht. Gar nix? Gar fix, so. Möchtest du tiefe Areale des Großmoor besuchen, dann empfehle ich dir, die Eilbahn zu benutzen. Nee, lass mich mal. So. Da muss man sich ja so bewegen. Och nee. Helf mir doch hier. Nein, Bidi-Faba. Nicht Bidi-Fas, sondern Bidi-Za. Oh mein Gott, nee. Du kriegst einen Matchup und dann laufe ich davon. Das halte ich jetzt davon, ne? Ist wütend. Oder es flüchtet selber. Gut. Gut. Mein Gott. Das kann nervig werden. Meryl? Das wäre eine Überlegung wert. Obwohl, wir haben ja schon unser Wasser-Pokémon. Aber ich liebe Meryl. Ich liebe es. Halten wir uns das für einen späteren Moment, für ein späteren Spiel. Doch, Money! Mit dem möchte ich mich jetzt hier nicht herumschlagen. Sorry. Auch wenn das eigentlich... ich wollte wieder Matsch raufwerfen. Dann war's nicht für die Katz. Gut. Ein Paraheiler. Kann man hier eigentlich Schutz einsetzen? Beutel? Weil das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Ja, so sieht's aus. Obwohl, wir leuchten das hier ab. Eigentlich ist das so ja vermessen mit erstes Pokémon an der Stelle, ne? Und wenn die wilden Pokémon niedriger sind vom Level, dann tauchen die nicht auf, die wilden Pokémon. Aber hier habe ich ja eigentlich kein Pokémon, oder? Doch. Okay, ist egal. So. Ein bisschen Schutz muss ja sein, ne? Ich sag's jetzt mal so. Oh, warum habe ich jetzt darüber gedrückt? Das gefällt mir gar nicht. Aber warum läuft es jetzt die Formel wieder so gut? Vorher bleibe ich voll stecken und dann... Es kann passieren, dass du versinkst, wenn du auf sumpfige Stellen trippst und sich wieder aus... Und sich wieder aus dem Moor zu befreien, kostet Zeit, die beim Safari-Spiel sehr wertvoll ist. Kostet wohl Schritte, oder? Weil Zeit... Nee, Zeit geht ja hier nichts, oder? So, gibt's hier eigentlich... Sorry, ihr Pokémon, gibt's hier vielleicht versteckte Items? Ich weiß, bei der Route da östlich gibt's ein verstecktes Item im Moor drinnen. Ja, dieses Moor taucht noch einmal auf. So, Schutz wirkt nicht mehr. Und wie viele Viecher springen mich an? Keines. Sieht man hier, wie viele Schritte wir noch haben? Nee, haben wir nicht diese Einblick drauf. Oh nee, wer springt uns jetzt wieder an? Wenn du wieder ein Bidizer bist, dann... Felino. Er taucht wieder was. Aber wie gesagt, Wasser-Pokémon möchte ich eigentlich nicht mehr so gern verwenden hier. Wegen Naru. Naru-Naru-Naru-Line. Und dann möchte ich nicht aufgeben, so gesehen. Na, aufgeben, ich rede jetzt eigentlich von... Pokémon-Liga jetzt schon, ne? Ich möchte es knuddeln. So, dir gebe ich einen Köder und dann gehe ich wieder. Hier, hab was zum Nomsen. Ja, weil du süß bist. Fress!
beobachtet alles. Und jetzt beobachtest du, wie ich wegrenne. Obwohl, jetzt könnte es vielleicht traurig sein. Naja, ist auch egal. Oh mein Gott. Ich muss wieder Schutz einsetzen. Nee. Lass mich in Ruhe, du Bidifas. Jetzt kriegst du Matsch ab. Tja. Ich werde es nicht wundern, wenn mich dann alle Pokémon, die Matsch abbekommen haben, mich dann verfolgen, wenn ich wieder rausgehe, ne? So, geh weg. Ich möchte ihn nicht haben. Und jetzt setzen wir wieder Schutz ein. Das ist das Beste für alle, so gesehen. Nein, nicht Tagebuch. Tagebuch. Ich befinde mich ja in einem Sumpf gerade und sauf gerade voll ab. Tschüss, Leben war schön. So, so geht das. Hier finde ich nichts. Ich glaube, man findet hier nach einiger Zeit ganz andere Pokémon als an den Tagen zuvor. Oh, das interessiert mich gerade nicht. Ja, auch wenn es eigentlich das Specialhaftige hier ist mit dem, mit der Safari-Zone, ne? Aber es ist auch mal eine interessante Safari-Zone. Muss man auch lassen, ne? Das muss man lassen, auch wenn es ein bisschen nervig werden kann. Schutz wirkt nicht mehr, das war ja perfekt. Und was ist hier? Super Schutz, yes! So, aber das ist eigentlich das Einzige, was mich gerade hier so interessiert. Ich glaube nicht, dass ich alles finden kann. Oh mein Gott, das ist so heiß hier. Ich spüre da hinten beim Rücken immer wieder Schweiß nach unten fließt. Ja, ich möchte nicht. Das ist nervig. So. Ich hoffe, ich habe hier nichts verpasst. Mensch. Mensch. Was soll denn das? 21 Minuten. Nö, nö, nö. Das passt ja noch. Das passt ja noch. Ungefähr die Hälfte. Naja, Hälfte. Auch wenn ich das bemerkt habe. In letzter Zeit habe ich es eigentlich ziemlich gut geschafft, so konstant zwischen 35 und 40 Minuten zu machen. Nicht nur dieses Let's Play hier, sondern auch in der Summe 11. Das freut mich, weil das habe ich mir ja eigentlich jetzt vorgenommen. Und ja, mal schauen, wie es dann in der näheren Zukunft dann so aussehen wird. Für diejenigen, die das Info-Video nicht gesehen haben, ich denke auch jetzt darüber nach. So, na, denk darüber nach. Es steht schon fest, dass ich in Zukunft jetzt doch einiges im Vorhinein aufnehme. Zwar jetzt nicht auf diese Let's Plays jetzt bezogen, die aktuellen, aber dann die nächsten. Und da habe ich dann auch gefragt, mich selber und euch in Form von diesem Infovideo, wie ich dann mit dem Parts daherkommen soll. So wie jetzt? Oder soll ich... Nee, was soll denn die Kacke hier? Ding dong dong. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal rein. Ja, auch für diesen kleinen Teil da links. Ich glaube, wir haben eh fast... Ja, ich glaube, wir haben eh fast alles erkundet. Ja, 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 aber ich möchte noch mal rein. 500, voll die Abzocke dafür. Dafür fangen wir uns ein Pokémon. Ja, wir werden jetzt die restlichen Items suchen. Hoffentlich habe ich da nichts verpasst. Kann gut sein. Aber die Musik, die spielt einfach normal weiter. Also nicht von vorne, sondern normal. Okay. Gegengift. Hey. Ich hoffe wirklich, hier gibt's keine versteckten Items. Dann kann man nichts machen. Habe ich nicht einen Schutz? Naja. Pidifas. Lass mich in Ruhe, ich möchte nicht. Ich fange erst Pokémon, wenn ich alle Items hinter mir gelaschen habe. So, Schutz. Wo war ich vorher wieder? Achso, ich habe dann nachgedacht, weil ich ja eh in Vorhinein aufnehme, dann soll ich es so weiterführen wie jetzt mit den Parts, also wie ich es eben vorher erklärt habe, oder soll ich lieber jeden Tag bringen und dafür irgendwie so 15 bis 20 Minuten? Das habe ich mich gefragt. So, jetzt fahren wir auch mal dahin. Areal 2. Mal schauen. Wie viele Areale gibt es denn hier? Ja, 4. Habe ich ja gesehen, aber... Was? Da waren 3 Stationen. Oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Schutz wirkt nicht mehr. Oder steht hier welches... Achso, Areal 1. Das, achso, ich hätte gedacht, der vordere Bereich, da ist irgendwie Areal 1 und 2. Okay, okay, dann weiß ich schon, wie es ja ungefähr aussehen könnte, ne? Wenn das alle Areale sind. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, es geht dann nur mit der Bahn noch weiter nach hinten. Das war ein bisschen merkwürdig. Und warum gibt's hier nur so blöde Bidifas? Blöde Bidifas. Auf die habe ich jetzt keine Lust. So, jetzt sind wir wieder da. Oh mein Gott, hör doch auf. Wer springt mich jetzt an? Der Mäuli,
okay, du kriegst einen Köder. Ja. Was soll ich mir Merwell fangen? Ich weiß nicht. Ich hatte es zwar in Alpha Saphir, aber Merwell ist zwar ein Pokémon, das würde ich jederzeit wieder nehmen. Dann fangen wir es einfach mal. Du kriegst einen Ball jetzt ab. Komm schon, Merwell, du willst doch auch, oder? Du bist doch so putzig. Okay. Ich glaube nicht, dass es irgendwie geknuddelt werden möchte. Aber ich knuddel dich. Ich knuddel dich. Hast du gehört? Vielleicht bist du so ein Sturkopf, der nicht zu seinen Gefühlen steht. Aber ich knuddel dich. Hast du gehört? Ich werde dich knuddeln. Du willst es auch. Ja, du beobachtest alles. Oder soll ich dir mal Matsch ins Gesicht werfen? Vielleicht bist du so ein Sturkopf, der wirklich mal so Ohrfeige-like mal aufstehen muss, ne? Aber es hat jetzt eingesehen. Es möchte wirklich geknuddelt werden von mir. Aquamaus, so süß! Seine Schweifspitze ist mit Öl gefüllt, das leichter als Wasser ist, so dass es nicht untergeht. Ja, aber ein Wasser-Pokémon, das müsste eigentlich schwimmen können und sowas. Merwell, weiblich ist es, oder? Wie soll ich dich jetzt benennen? Ich habe mich jetzt spontan entschieden, du wirst ein Teammitglied. Ja, so sieht's aus. Obwohl, naja, mal schauen, was es dann wird. Merwell, weiblich. Ich habe jetzt gerade keinen Namen parat. Denk nach, Junge, denk nach. Wie soll ich dich benennen? Ich weiß nicht. Ich denk mal kurz nach für 3 Sekunden und dann, wenn ich nichts weiß, dann schneide ich. Okay. Dann schneide ich. So, da habe ich jetzt doch nicht so lange nachgedacht, aber ich nenne jetzt einfach sie Sky. Nach Sky Blue aus Inazuma Eleven Go, ne? Passt ja irgendwie, weil Sky heißt ja auch mit dem Nachnamen Blau. Ja, versteht ihr? Ich bin klüges Köpfchen. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier alles erkundet. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst, aber schauen wir uns hier noch ein bisschen um und dann gehen wir einfach raus und geben einfach auf, ne? Aber Sky gehört jetzt zu uns. Habe ich Sky verwendet in Alpha Saphir? Ich weiß jetzt gar nicht so recht. Da habe ich ja dieses Naming-Theme gehabt mit Inazuma Eleven Go. Licht. Und da hätte ich eigentlich das irgendwie... Habe ich Sky verwendet? Ich weiß jetzt nicht. Ist jetzt auch egal. Sky gehört jetzt zu uns, ne? Sky. Und wer ist hier noch? Hallo, wie geht's? Aber ich habe jetzt kein Interesse. So viel Wasser-Pokémon hier. Och Menschen. Aber ich glaube, das reicht. Weil auf mehr Pokémon treffen wir hier wahrscheinlich nicht. Habe ich mit dir gesprochen? Ich glaube nicht. Da ist noch ein Alter hier, der möchte mit mir sprechen, wie es aussieht. Obwohl, ich bin jetzt einfach zu weit weg. Mir egal. Hey, das ist ein weibliches. Ja, das sieht man weiblich. Schaut ein bisschen anders aus als unser Tenma. Tenma und Sky. Oh. Obwohl, ich hätte auch irgendwie nachgedacht, soll Sky ihren original japanischen Namen verwenden oder soll ich das lassen? Und ich konnte mich spontan nicht daran erinnern, wie sie irgendwie so Aoi. Irgendwie so heißt sie. Es kann passieren, dass du versinkst und dann tot bist. Okay, dann gehen wir jetzt mal raus, bevor uns das passiert. Möchtest du verlassen? Ja, möchte ich. Gut. Ich bin gar nicht so unzufrieden, würde ich jetzt sagen. Ein Merwell im Team, das ist immer gut, ne? Okay, und dann kümmern wir uns um die Arena. Zeit passt eigentlich auch noch, dann schauen wir mal, wie lange das dauern wird. Hallo, ich bin hier, wie geht's denn so? Obwohl, ich würde die Arena doch gerne dann in einem Part machen, weil jetzt maximal 10 Minuten noch eine Arena schaffen, glaube ich nicht. Deswegen, falls wir das können, gehe ich hier jetzt lang. Hier gehe ich jetzt entlang und mache diese Route. Ja, gut. Ah, und wieder die Musik. Aber vorher hole ich mir noch ein paar Schützchen. Schützchen.
Und das ist es. Das dauert jetzt eh nicht lang. Also gehen wir gemeinsam einkaufen. Was ist mit dem? Diese Holzschnitzerei stellt das Pokémon Klebunkel dar. Obwohl es aus Holz ist, hat man doch das Gefühl, als würde es Gift absondern. Was ist... Das ist sicher nicht einladend. Mrs. und Mr. Frau Mark. Mrs. und Mr. Frau Mark, okay. Die heißen Frau. Obwohl der Recht, der Linke eigentlich ein Mann ist, ja. Das ist gut so. Ja, kaufen wir davon einfach mal so 15 ein. Weil jetzt haben wir 16 und so alt bin ich nicht. Das ergibt Sinn. Klebunkel ist das offizielle Maskottchen der Stadt. Klebunkel hat eine wunderbare Ausstrahlung. Wir hoffen, es findet Fans in der ganzen Welt. Ich finde es eher hässlich. Klebe Sticker auf die Kapsel und befestige sie dann an Pokéball. Fertig und ein weiterer. Buff, buff, buff. Schön. Schön. Okay. Dann gehen wir hier weiter und dann können wir ins Moor, ins weitere Moor. Ach, so viel Moor heute. Ich glaube, da oben ist ein verstecktes Item. Oh, die Musik ist so schön. So. Ich kann das nicht verwenden. So. Da muss es irgendwo sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier Items, dass die nur auf den Linien auftauchen und angezeigt werden. Da frage ich mich, warum. Das ist immer so... Sonderbonbon? Vielleicht ist das ja... Ja, es ist eigentlich ein Platin anders, weil ich kann mich erinnern, hier gibt's einen Finsterstein oder sowas. Schon mal entwickeln, aber hier anscheinend nicht. Hallo, ich habe im Großmoor von Weideburg ein seltenes Pokémon gefangen. Du musst da unbedingt auch mal hin. Dann kann er dann. Okay, dann kann er dann. Obwohl, ich könnte jetzt nachher mal wieder... Da geht's lang. Obwohl, schauen wir mal... Ob das uns irgendwie weiterbringt oder ob das nur eine Abkürzung ist. Ich hoffe, letzteres. Abkürzung. So, dann kümmern wir uns um dich. Wen haben wir denn? Jetzt setzen wir mal wieder Spiritus ein. Und dann vermöbeln wir dich. Ja. Hey, kannst du mit uns mithalten, Kleiner? Das werden wir ja gleich sehen, großer kleiner Wunderbär. Fritz! Mit dem Luxia. Gut, dass wir unser Luxia ausgewechselt haben, weil das hätte doch irgendwie krampfhaftig werden können, ne? Yay, es regnet und wir müssen diese Animation dauernd betrachten. Juchei. Ja, ihr Zwinger, das weiß ich selber schon. Setzen wir einfach Fintertinte ein. Mal schauen. Welches Geschlecht haben wir denn? Ja, das ist nicht so gut. Für den Fall... dass Luxia hier jetzt Rivalität hat. Aber Ladevorgang ist mir schnurzegal. Obwohl, hätte es jetzt Donner, würde es immer treffen wegen dem Regen. Es regnet weiter. Und wir schauen in den Himmel und können deswegen nicht weiter unternehmen. Nichts weiter übernehmen. Egal. Egal, Brainfart. Naja. Gut gemacht. Und wer kommt jetzt? Ein Pokémon, das weniger aushält vielleicht? Dass wir One-Hit-Ash machen tun und so? Parmelin? Was soll das? Fragt mich. Nie. Obwohl, es ist doch ein bisschen... Ja, muss man vorsichtig sein hier mit Wasser-Pokémon. Ja, weil Aquaknarre, das kann jetzt ein bisschen Aua tun. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier ein Krypok. Das ist ja eher defensiv orientiert. Deswegen macht es nicht so viel aus. Und ja, perfekt sogar. Perfekt. Gut gemacht. Eigentlich, ich müsste mal nachgucken wegen deinen Fußabdrücken. Du hast jede Menge Energie. Das glaube ich auch, mein Lieber, ne? Wie hart du auch kämpfen magst, sei dabei behutsam zur Natur. Versuche keine Äste abzubrechen und keine Pflanzen zu zertreten, okay? Ja, das ist wieder so eine philosophische Frage, ne? Weil eigentlich, wenn man rausgeht, dann zertritt man halt mal Viecher. Lebewesen. Egal, ob man möchte oder nicht, das lässt sich einfach nicht vermeiden, Leute. Weil, wenn man nach raus geht, auf die Wiese, dann
zertretet man schon automatisch mal die Gräser. Das sind ja auch Lebewesen. Und was willst du da übernehmen? Unternehmen, nicht übernehmen. Unternehmen dagegen, ne? Das frage ich mich jetzt. Hey Lady, steckst du hier fest? Ob ich im Moor feststecke? Natürlich nicht. Du bist ja lustig. Ich nehme ein Moorbad, sonst würde ich doch auch versuchen herauszukommen. Ja. Wahrscheinlich ist das wirklich so ein Sturkopf, das... Nein, ich nicht. Nein, ich doch nicht. Nein. Ich stecke sicher hier nicht fest. Yay, komm schon. Gut, dass hier keine Pokémon auftauchen. Naja, aber... Egal. Aber ein Moorbad? Naja. Mann, bei Felino muss ich immer an Johto denken. Und dann wieder... Johto. Ach ja, ich liebe Pokémon. Obwohl, da muss ich eigentlich auch sagen, weil Pokémon an sich vom Spiel her ist es eigentlich doch ein bisschen lame. Weil kaum Veränderungen. Also wirklich, wenn man sich mal die Spiele ansieht, es ist im Prinzip immer das Gleiche, ne? Auch die Story überhaupt nix. Naja, man darf auch jetzt zum Beispiel Schwarz und Weiß nicht vergessen. Da ist jetzt die Story doch ein bisschen hintergründiger geworden. Aber es ist trotzdem insgesamt Story von den Pokémon-Spielen hier eigentlich nicht vorhanden, ne? Und was sagst du da dazu? Na, es gibt Pokémon, die bei Regen stärker werden. Wow, du sagst mir ja was Neues. Weil im Prinzip ist ja im Prinzip eigentlich immer das Gleiche, aber ich liebe es trotzdem. Das merke ich jetzt besonders, wenn ich jetzt andere RPGs jetzt anfange zu spielen. Bei Inazuma Eleven kann man jetzt nicht so groß vergleichen. So. Obwohl, eigentlich schon. Weil man kann zwar die Kampfsysteme hier jetzt nicht miteinander vergleichen, weil das ist komplett anders hier. Aber Inazuma Eleven, auch von der Story her und so, die trauen sich immer was Neues einzubauen. Das finde ich gar nicht schlecht. Und generell Story und die ganzen Charaktere in Inazuma Eleven liebe ich. Hier hingegen... Ja. Gibt's eigentlich kaum einen, der wirklich im Gedächtnis bleibt. Außer Heiko. Ich liebe Heiko. Aber sonst ist das ein bisschen dürftig hier, ne? Zumindest jetzt mal in den Hauptspielen. Haupt-Pokémon-Spielen. Und... Ja, was noch? Eigentlich jetzt auch Bravely Default habe ich auch einige Features, die man einbauen könnte beim RPG, was aber Pokémon nicht macht, warum auch immer. Aber keine Ahnung, ich liebe trotzdem Pokémon. Irgendwie, eigentlich würde ich sagen, das Spezielle am Pokémon, so viele Trainer hier, das ist das Spezielle dran, ne? Ich bin stolz auf Pokémon und sowas. Dann werde ich deinen Stolz jetzt zertreten, ne, und in den Moor da schmeißen, Jobst. Ja, was wollte ich sagen? Naja, was mir auch wieder spontan einfällt, eigentlich die Charaktere hier in Pokémon, ne, die ganzen NPCs, das ist immer alles so eine Scheinwelt, ne, habe ich hier schon angesprochen mit... Alle sind so happy, alle vertrauen, alle anderen und so, ne... Und dann die Bösewichte, die sind einfach nur behindert, im Sinn von, die haben nichts im Kopf, obwohl behindert, das war blöd ausgedrückt, weil, ja, sie sind einfach nur dumm. Und ja, das ist irgendwie, aber warum liebe ich trotzdem Pokémon? Es ist irgendwie das Durchspielen, durch die ganzen Gegenden, durch die ganzen Routen, die Orte, dieses Abenteuer-Feeling, das macht das irgendwie so geil. Und die Pokémon, das gehört ja eigentlich auch dazu, wenn wir gerade von Charakteren gesprochen haben, ne? Die Pokémon gehören eigentlich ja auch dazu, obwohl...
Es gibt zwar Pokémon, die mir am Herzen liegen und Lieblings-Pokémon und alles drum und dran, aber ich kann zum Beispiel mit den Charakteren aus Inazuma Eleven viel mehr anfangen. Es sind einfach Menschen, die haben Charakter. Hier Pokémon kann man sich zwar immer wieder was dazu denken, zum Beispiel unser Drift Zeppelin, ne? Kann man sich in der Story dazu denken, aber es sind eher so Haustiere. Was ja nichts Schlechtes ist, aber ja, so ein menschlicher Charakter oder Lebewesen, sagen wir jetzt einfach, es muss kein Mensch sein, aber ein Lebewesen mit so Gefühl, mit Charakter dahinter, das finde ich viel mehr, viel besser, ne? Aber das ist hier ja nicht so. Aber wie schon gesagt, irgendwie dieses Abenteuer-Feeling, das Durchspielen ist das Spezielle für mich bei Pokémon. Nicht die Charaktere, naja. Heiko ist hier eine Ausnahme, ne? Ich liebe Heiko. Aber eigentlich die Charaktere, nee. Auch die Story, deswegen spiele ich Pokémon eigentlich nicht. Und eigentlich ist es nur das Durchspielen. Sich ein Team zusammenbasteln, durch die ganzen schönen Orte zu reisen und dann am Ende, ne, der Stärkste zu sein. Das ist eigentlich für mich das Pokémon-Feeling hier. Und das finde ich schön. Und es kommt ja der Bonus hinzu. Es ist ja Dingsbums. Das Pokémon kenne ich ja schon von klein auf. Das gehört auch dazu einfach. Es ist auch so Nostalgie, das gehört dazu einfach, ne? Habe ich immer gezockt, Pokémon. Schon als klein-klein-Sebi, ne? Aber naja, ich würde sagen, das Haus erkunden wir jetzt noch, weil der Part ist eigentlich schon zu Ende. Habe ich ja heute angesprochen. Immer so konstant zwischen 35 und 40 Minuten. Und jetzt sind wir schon über 40 Minuten. Aber es ist ja, muss ich auch mal erwähnen, Tommy hat da auch irgendwie gebeten, vielleicht ein bisschen länger machen, Pokémon Pearl, die Parts. Also ist es halb so schlimm, wenn ich da mal ein bisschen Überlänge habe. Ihr könnt euch auch mal melden, die anderen, nicht nur Tommy, weil vielleicht sagt ihr, nee, das passt eigentlich schon. Mehr möchte ich eigentlich nicht, ne? Es heißt jetzt nicht, dass ich jetzt 100 Minuten, nee, dass ich jetzt irgendwie eine Stunde jetzt aufnehme. Ich, wie gesagt, dieses Haus noch und dann ist fertig, aber ja. Ach, die Musik ist so schön. Scherben gesucht, technische Maschinen als Belohnung. Yay. Scherben finden wir im Untergrund, glaube ich. Das muss ich auch mal zeigen, den Untergrund. Meine große Schwester sammelt Scherben. Sie sagt, sie erinnern sie an einem Ort, an dem sie vor langer Zeit gearbeitet hat. Scherben? Ich glaube, diese Scherben, gab es die schon in der zweiten Gen in Johto? Ich glaube nicht. Zumindest in Höhlen gibt's die Scherben. Durch das Tauchen und sowas. Oh, die Musik ist so schön. Wenn du Scherben in identischen Farben findest, dann lass mich bitte das wissen. Dafür kriegst du etwas. Schauen wir mal, was es hier alles gibt. Sonntag habe ich jetzt gelesen. Purpurschuh, Sonnentag, Regentanz, Sandsturm, Hagelsturm, Klimainstitut. Kann man hier das angucken vielleicht? Nö. Also gibt's nur diese. Okay, bisschen lame. Ein bisschen lame ist das schon. Naja, aber ich würde sagen, wir beenden jetzt den Part. Nehmen ein Moorbad hier. Ne? Wir gemeinsam alle. Und ja, dann würde ich auch sagen, im nächsten Part machen wir die Arena. Und am Anfang, falls ich es nicht vergesse, am Anfang gehe ich jetzt mit euch in den Untergrund. Warum am Anfang? Weil dafür müsste ich speichern und das Speichern würde ich lieber ganz am Anfang vom Part machen, als dann am Ende vom Part. Weil, falls die Technik irgendwie abkackt und ich dann gespeichert habe, meinen ganzen Fortschritt, kann ich das alles nicht mehr nachholen. So einfach ist es. Naja, das ist mein Plan für den nächsten Part. Mach's gut und tut gut so ein Moorbad, oder? Besonders bei so einer Hitze. Na, das hat was. Obwohl, wir dürfen hier nicht so lange bleiben, weil sonst erkühlen wir uns noch, oder? Das ist wäre auch nicht so schön, ne? Mach's gut und passt auf, Leute. Aufpassen, ne?